Schon kurz nach dem Verschwinden von Gabby Petito habe ich damals auf meinem Kanal über diesen Fall berichtet. Vielleicht haben einige von euch die ersten Videos sowie die Updates auf meinem Zweitkanal dazu gesehen. Mittlerweile gilt dieses Verbrechen, das von einem Vermissten zum Mordfall wurde, als gelöst. Dennoch ist das Interesse an ihm unverändert groß und der tragische Tod von Gabby Petito wird uns allen wahrscheinlich noch sehr lange im Gedächtnis bleiben. In diesem Video möchte ich Gabbys Schicksal mehr Raum geben. Nicht nur werden hier noch einmal alle Erkenntnisse und Ereignisse zusammengefasst, dieses Video sollte auch gut für euch geeignet sein, wenn euch die Informationsflut zum Fall damals irgendwann überrollt hat. Immerhin gab es täglich, zeitweise beinahe stündlich neue Updates. Wir gehen zurück an den Anfang, noch bevor Gabby und ihr damaliger Verlobter Brian Lawry auf den verhängnisvollen Roadtrip aufbrechen, an dessen Ende für zwei Familien eine große Tragödie wartet. Wer war Gabby Petito? Am 19. März 1999 bekommen Nicole Schmidt und Joseph Petito aus dem US-amerikanischen Ort Blue Point im Bundesstaat New York eine Tochter namens Gabrielle wie Nora Petito. Nach der Geburt von Gabrielle bekommen die beiden noch einen gemeinsamen Sohn namens TJ. Doch die Ehe von Nicole und Joseph geht in die Brüche. Beide heiraten neu, sodass Gabby im Laufe der Jahre noch vier Halbgeschwister bekommt. Gabby kommt mit ihrem Stiefvater und ihrer Stiefmutter sehr gut zurecht. Anstelle eines Zuhauses hat sie eben zwei. Sie liebt ihre Geschwister, genau wie ihre zahlreichen Freunde. Als Kind ist sie das, was man wohl einen Sonnenschein nennen würde. Schon von klein auf liebt Gabby es, sich die Welt anzusehen. Bereits während ihrer Schulzeit reist sie nach Costa Rica und auf die Bahamas. 2017 macht sie ihren Abschluss an der Bayport Blue Point High School, danach zieht sie erst einmal nach North Carolina. Dort arbeitet sie zwischen September 2017 und Januar 2019 als Kellnerin in einem Restaurant in Wilmington, unweit ihres neuen Wohnortes in Carolina Beach. Zu dieser Zeit bewirbt sich Gabby auch am Cape Fear Community College, entscheidet sich aus unbekannten Gründen aber gegen die Aufnahme eines Studiums. Schon zu Highschool-Zeiten lernt sie Brian Lawry kennen, der dieselbe Schule besucht. Die beiden sind gut miteinander befreundet. Doch erst im März 2019 beginnen die beiden eine Beziehung miteinander. Brian wohnt inzwischen mit seinen Eltern in Northport in Florida und Gabby zieht bei der Familie Lawry ein. Beide arbeiten in einer örtlichen Filiale des Supermarkts Publix. Sie arbeitet in der dem Supermarkt angeschlossenen Apotheke, Brian in der Lebensmittelabteilung. Doch Gabby und Brian haben größere Pläne, denn die beiden verbindet vor allem eines. Das Paar liebt es zu reisen. Von Ende 2019 bis Anfang 2020 unternehmen die beiden einen Roadtrip, der sie von New York nach Kalifornien führt. Dabei machen die beiden unter anderem in Las Vegas am berühmten Yosemite Nationalpark und an der kalifornischen Küste halt. Im Mai 2020 postet Gabby dieses Foto auf Instagram und schreibt dazu: "Ich kann es kaum erwarten, wieder Tage wie diesen zu erleben, mit dir um die Welt zu reisen und Fremde zu bitten, uns zu fotografieren. Ich werde solche Momente nie wieder als selbstverständlich ansehen. Ich liebe dich." Als die beiden von ihrem Abenteuer zurückkehren, ist klar, dass das junge Paar öfter unterwegs sein will. Im Juli 2020 verloben sie sich. "Hier ist ein Bild von unserem ersten Date, weil ich so viel Liebe für dich habe. Brian hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will, und ich habe ja gesagt. Mit dir fühlt sich das Leben unwirklich an, und jeder Tag mit dir ist so ein Traum." Im Dezember 2020 kauft Gabby von ihrem Ersparten einen zum Camper ausgebauten Ford Transit. Der nächste Roadtrip soll noch größer werden und länger dauern als der erste. Denn von nun an wollen die beiden Vollzeit reisen und in ihrem ausgebauten Van leben. Deshalb legen sowohl Gabby als auch ihr Verlobter Brian sich noch einmal richtig ins Zeug. Gabby beginnt im Schnellrestaurant Taco Bell zu arbeiten. Mehr als 50 Stunden wöchentlich arbeitet sie, um möglichst viel Geld für die Reise beiseite legen zu können. Darüber hinaus ist sie als Ernährungsberaterin tätig. Und auch Brian nimmt einen Job in einer Biosaftbar an. Gabby dokumentiert ihr Leben, ihre Reisen und die Vorbereitung dafür auf Instagram und TikTok und scheint sich wahnsinnig auf den bevorstehenden Lebensabschnitt zu freuen. Am 2. Juli 2021 ist es endlich soweit.
Die Reise, auf die Gabby Petito so lang hingefiebert und hingearbeitet hat, beginnt. Sie ist euphorisch und kann es kaum erwarten, mehr von der USA zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt kann die 21-Jährige noch nicht wissen, dass es ihre letzte Reise sein wird. Ihren ersten Stopp machen Gabby und Brian am 4. Juli 2021 in Kansas, wo sie die Monument Rocks besichtigen. Es folgen Aufenthalte an den Colorado Springs, in einem Nationalpark in Colorado, sowie die Besuche von zwei Nationalparks in Utah. In dem westlich gelegenen Bundesstaat hält das Paar sich laut Gabbys Instagram-Chronologie mindestens seit dem 16. Juli auf. Gabby hat nicht jeden Tag Kontakt mit ihrer Familie, immerhin hat sie in der freien Natur oft nur schlechten Empfang und jede Menge Abenteuer zu erleben. Doch alle paar Tage facetimet sie mit ihrer Mutter, schickt SMS an ihren Vater oder hält via Snapchat Kontakt zu ihren Geschwistern. Ihre Eltern machen sich zwar natürlich Sorgen wegen der großen Reise, doch sie sind beruhigt, den vertrauenswürdigen Brian, den die Familie auch schon länger kennt, an ihrer Seite zu wissen. Eigentlich hätten sie allen Grund davon auszugehen, dass es ihrer Tochter gut geht, solange sie nichts Gegenteiliges von ihr hören. Gabby und Brian machen an zahlreichen Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten Halt und unternehmen Wanderungen durch Nationalparks. Doch ein Tag in Utah wird in diesem späteren Kriminalfall eine ganz besondere Stellung einnehmen. Denn obwohl Gabby und Brian auf Fotos und Videos ausnahmslos glücklich aussehen, scheint zwischen den beiden ein Konflikt zu entstehen. Am 12. August 2021 wählt ein Mann den Notruf. Er schildert, vor einem Lebensmittelgeschäft in Moab im Bundesstaat Utah eine Auseinandersetzung eines Paares beobachtet zu haben. Bei diesem Paar handelt es sich um Gabby Petito und Brian Laundrie. Hi, I'm calling. I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. Florida with a white van, Florida license plate, white land, gentleman, about 5'6" beard. They just drove off. They're going down Main Street. They made a right onto Main Street from Moonflower. Or what were they doing? Cooperative, but what'd you say? What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I can give you the license plate if you give me one sec. I took a picture of it. What kind of white van? Like a big one? It was a smaller van. With the license plate of, it was white, Florida license plate, QFT-G03. It was, the make was a Ford, model was Transit, black ladder on the passenger side. Black ladder, passenger side. White Ford Transit. White Ford Transit. Die Notrufzentrale schickt einen Streifenwagen in die Richtung, in die der Van gefahren ist. Die beiden Polizisten Eric Pratt und Daniel Robbins können den weißen Van schnell ausfindig machen und treffen eine weinende Gabby Petito auf dem Beifahrersitz an. Okay, Brandon, go ahead and set your keys on the dashboard, alright? What's your guys' names? Gabby. Gabby, Brian, okay. What's going on, Hawkman? I'm crying. He's fighting this morning. Some person on his hand. Well, baby, we were camping yesterday and camping got supplies and stuff. I'm sorry, I hit the bump there. I was distracting him from driving, I'm sorry. Can I get you to step out of the vehicle for me, man? Yeah. Just hang tight right there. Do you mind if I take your keys and just put them on your head? Yeah. I'm so Thank sorry. You. Oh, no, you're fine. I'm gonna go ahead and close it. I'm so hungry. I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated, not like mean,
Officer Robbins bietet Gabby daraufhin an, sie solle kurz durchatmen, während er mit Brian sprechen. Beiden versichert er, dass sie in keinen Schwierigkeiten sind. Während Gabby auf dem Rücksitz des Polizeiautos Platz nimmt, um zur Ruhe zu kommen, fragt Officer Robbins auch Brian noch einmal danach, was los ist. Inzwischen trifft auch Verstärkung. Nachfolgend entschuldigt sich Brian mehrfach dafür, in der Kurve zu schnell gefahren zu sein. Er wird gebeten, sich an einen Bordstein zu setzen. Er bittet darum, sich in den Schatten setzen zu dürfen und scherzt kurz mit einem weiteren Polizisten. Officer Robbins checkt die Ausweispapiere, während ein weiterer Beamter mit Gabby spricht. Der zweite Beamte spricht mit Gabby noch kurz darüber, ob sie oft ängstlich sei und wie sie damit umging, ehe Officer Robinson sich wieder einschaltet. Er fragt Gabby, ob sie ins Lenkrad gegriffen haben. Doch Gabby verneint dies ganz deutlich. Während Brian demselben Officer ja noch kurz vorher erzählt hatte, er hätte den Bordstein getroffen, weil Gabby das Lenkrad gepackt habe, nachdem sie die Polizei gesehen hatte. Brian erklärt den Polizisten weiter, die Stimmung zwischen den beiden habe sich nach der gemeinsamen Zeit auf engstem Raum einfach etwas aufgeheizt und sei dann eskaliert, als er vorgeschlagen habe, das Auto abzuschließen und kurz eine kleine Pause einzulegen. Als einer der Beamten ihn abermals auf seine Verletzung im Gesicht sowie Abdrücke von Fingernägeln in seinem Oberarm und Kratzer an seinem Hals aufmerksam macht, winkt Brian ab. I feel bad, I can get so confident. I was just trying to be loud, so this is, you know, try to make her calm down and be like, look, everyone's watching. Im Wesentlichen folgt ein Smalltalk zwischen Brian und den Polizisten. Sie sprechen über ihre Jobs, den Nationalpark und die Natur. Officer Robbins telefoniert mit einer weiteren Zeugin, die ebenfalls den Konflikt zwischen Gabby und Brian gesehen haben will. Sie gibt allerdings nicht an, gesehen zu haben, wie Brian Gabby schlug, sondern lediglich, wie er sie aus dem Auto aussperrte. In dem Dialog mit einem anderen Beamten sagt Robbins: Die andere Seite der Geschichte ist, und sein Kollege beendet den Satz, dass es tatsächlich eine Verletzung am Opfer gab. Und das war er. Die beiden einigen sich darauf, dass die Wahrheit wohl irgendwo zwischen den Versionen von Brian und Gabby liegt.
dass man Gabby aber nun strafrechtlich verfolgen müsste, da sie Brian angegriffen haben. Für die Beamten ist dies im US-Bundesstaat Utah Pflicht, wenn der Verdacht besteht, dass zwischen zwei miteinander lebenden Personen häusliche Gewalt vorliegen könnte. Gabby wäre nun verpflichtet, einen Gerichtstermin wahrzunehmen, der allerdings online stattfinden würde. Darüber hinaus gibt es von dem Zeitpunkt der Polizeikontrolle ein 24-stündiges Kontaktverbot für die beiden, welches Brian allerdings durch eine Unterschrift aufheben könnte. Brian und die Officer diskutieren darüber, wo man Gabby in der Nacht unterbringen könnte, damit sie die Nacht nicht im Gefängnis verbringen muss. Brian schlägt vor, dass Gabby an seiner Stelle im Van schlafen könnte und kommt auf die Idee, dass er in ein nahegelegenes Frauenhaus, das die Polizisten zuvor erwähnt hatten, gehen könnte. Tatsächlich kümmert sich dieses Frauenhaus namens Seek Haven als Opfer häuslicher Gewalt auch für die Nacht um ihn. Die Polizisten machen Fotos von Brians Kratzern und erledigen weitere Formalitäten, ehe sie sich wieder Gabby zuwenden. Denn nun sind die Polizisten sich selbst nicht mehr absolut sicher, wie sie die Situation bewerten sollen. Ob Gabby wirklich angezeigt wird, hängt nun davon ab, aus welchem Motiv heraus sie Brian geschubst haben will. Die Beamten diskutieren noch weiter und sind sich zunehmend unsicher, wie sie mit Gabby und Brian umgehen sollen. Letztendlich entschließen sie sich dazu, Gabby doch nicht strafrechtlich zu verfolgen. Das ist möglich, weil sie sagte, ihre Intention sei nie gewesen, Brian weh zu tun. Stattdessen sollen die beiden die Nacht voneinander getrennt verbringen. Gabby im Van, für Brian wird von Seek Haven ein Hotelzimmer organisiert. Außerdem sollen die beiden einander für 24 Stunden nicht kontaktieren. Gabby bittet einen der Polizisten, noch Brian an sein Ladekabel zu erinnern, da sein Handy kaum noch Akku hat. Gabby wird der Schlüssel zum Van wieder ausgehändigt und Officer Robbins fährt Brian wie versprochen zum Motel. Die beiden unterhalten sich auf ihrer Autofahrt über Musik, die Natur und Nationalparks, wobei Brian einen beinahe entspannten und lockeren Eindruck macht. Officer Robbins erzählt auch viel von seiner eigenen Ehefrau, an der er sich durch Gabby erinnert fühlt. Auch sie habe Angstzustände. Robbins erklärt Brian, dass es seiner Frau besser ginge, seitdem sie Medikamente nehmen würde und dass sich dadurch auch seine eigene Lebensqualität erheblich verbessert habe. Einige Wochen später wird das aufgezeichnete Bodycam-Material in einem ganz anderen Kontext stehen und weltweit für Aufsehen sorgen. Doch noch ist die Reise von Gabby und Brian noch nicht vorbei.
Ebenfalls am 12. August, dem Tag der Polizeikontrolle, lädt Gabby zwei Bilder aus dem Arches National Park bei Instagram hoch. Man kann sehen, dass die Captions zu beiden Posts bearbeitet wurden. Sie unterscheiden sich stark von Gabbys anderen Bildunterschriften. Während sie ihren Instagram-Beiträgen sonst höchstens ein paar Sätze und Hashtags hinzufügt, befinden sich unter den Bildern vom 12. August regelrechte Reiseberichte mit spezifischen Angaben zu Uhrzeiten und Personen, die die beiden getroffen haben. In den Kommentaren vermuten mittlerweile viele User, Brian habe die Bild-Captions nachträglich verändert, um das Narrativ der gesamten Reise zu verändern. Ob das stimmt, wissen wir nicht mit Sicherheit. Auch wie Gabby und Brian die nächsten paar Tage verbringen, ist nicht bekannt. Nach dem Zwischenfall in Utah fliegt Brian am 17. August nach Florida. Das scheint allerdings schon vorher geplant gewesen zu sein. Der Anwalt der Familie Lawnry wird später sagen, Brian sei nach Florida geflogen, um ein paar Dinge zu holen und das Lager, in dem das Paar einige Habseligkeiten aufbewahrte, zu räumen, um das Geld für die Lagermiete sparen zu können. Demnach hätten sich Brian und Gabby die Kosten für die Flüge auch geteilt, obwohl nur Brian nach Florida flog. Am 23. August macht er sich wieder auf den Rückweg, um die Reise mit Gabby fortzusetzen. Am 19. August lädt Gabby das erste Video auf ihrem neuen YouTube-Kanal Nomadic Static hoch. Das Video enthält zusammengeschnittene Impressionen ihrer ersten Tage auf Reisen. Man sieht das Paar gemeinsam lachen, Gabby das Frühstück vorbereiten und Brian Yoga-Übungen machen. Gabby filmt den liebevoll eingerichteten Van, der mit Pinnwänden, Blumen und einigen Postkarten dekoriert ist. Als das Video erscheint, ist das junge Paar schon eine ganze Zeit unterwegs und der Zwischenfall mit der Polizeikontrolle ist eine Woche her. Ebenfalls am 19. August wird über Gabbys Instagram ein Foto gepostet. Auch dieser Post unterscheidet sich von ihren vorigen. Während sie sonst stets die Location markiert, um ihre Reise zu dokumentieren, fehlt dieser Punkt hier. Darüber hinaus sind Hashtags hinzugefügt, die sonst nie Gabby, dafür aber Brian benutzt hat. Und das Bild wurde bereits am 2. August in ihrer Instagram-Story gepostet und als Highlight gespeichert. Auch bei diesem Beitrag wird viel darüber spekuliert, ob Brian diesen Post an Gabbys Stelle abgesetzt haben könnte. Am 24. August telefoniert Gabby über FaceTime mit ihrer Mutter Nicole. Sie erzählt, die beiden würden Utah verlassen und nach Wyoming weiterfahren wollen, um dort den Teton-Nationalpark zu besichtigen. Für Gabby ist dies eines der absoluten Highlights der Reise. Am 25. August postet sie ihr letztes Bild bei Instagram. Darauf ist zu sehen, wie sie einen kleinen, gehäkelten Kürbis in der Hand hält und strahlend lacht. Am darauffolgenden Tag, den 26. August, will ein Zeuge Brian Lawnry allein in einem Restaurant namens Bullwinkles in West Yellowstone in Montana gesehen haben. Dort habe er Alkohol getrunken, in sich gekehrt und abweisend gewirkt. Ebenfalls am 26. August wird Brian von einer Zeugin um kurz nach 20 Uhr dabei beobachtet, wie er den Van am Spreed Creek unweit des Restaurants parkt. Er sei definitiv allein gewesen. Einen Tag später wird der weiße Van von zwei weiteren Zeugen ebenfalls am Spreed Creek parkend gesehen. Sie filmen das Auto mit ihrer Dashcam und laden das Video später bei YouTube hoch. Denn das Paar macht ebenfalls Vanlife-Content ähnlich wie Gabby und Brian. Auf dem Material kann man Schuhe vor dem Van liegen sehen, die ähnlich wie die aussehen, die Gabby auf vielen ihrer Bilder trägt. Auch ein Hut auf dem Armaturenbrett ähnelt einem Modell, von dem Gabby ein Foto postet. Dem Paar war der Van schon am Tag der Aufnahmen des Filmmaterials aufgefallen, denn auf dem Nummernschild ist zu sehen, dass der weiße Van, der parkend am Straßenrand steht, aus Florida kommt, wie auch die beiden Zeugen. Eigentlich möchten sie aussteigen und kurz Hallo sagen, wie es unter Campern üblich ist. Doch irgendetwas hält die beiden davon ab. Sie sagen später, der Van sei komplett dunkel gewesen, sodass sie sogar daran gezweifelt haben, ob überhaupt jemand da gewesen sei. Man habe kein Licht gesehen, keine Musik oder Gespräche gehört. Stattdessen sei das weiße Fahrzeug von gespenstischer Stille umgeben gewesen. Ein weiteres Paar wird später behaupten, Gabby und Brian am 27. August in einem Restaurant in Jackson Hole in Wyoming gesehen zu haben. Gegenüber ABC News sagt die Zeugin, es sah so aus, als würden sie fast rausgeschmissen werden. Es war nicht unbedingt etwas zwischen den beiden, es war eher so, dass Gabby plötzlich weinend das Restaurant verließ. Und Brian war ganz offensichtlich wirklich verärgert, angepisst, würde ich sagen. Ich würde sagen, Gabby war verärgert, er war wütend. Und er war einfach sehr temperamentvoll gegenüber dem Restaurantpersonal. Die Besitzerin des Restaurants bestätigt, Gabby und Brian seien zu Fuß zum Restaurant gekommen. Ihren Van hätten sie nicht dabei gehabt.
Tatsächlich haben sich Gabby und Brian an diesem Tag in Jackson Hole aufgehalten. Denn eine Überwachungskamera des Supermarkts Whole Foods filmt die beiden an diesem Tag während ihres Einkaufs in der örtlichen Filiale. Auf dem Material ist zu sehen, wie der weiße Van auf dem Parkplatz abgestellt wird und Brian die Fahrertür des Autos kraftvoll zuschlägt. Das Paar betritt das Geschäft dann gemeinsam und hält sich etwa 20 Minuten in der Filiale auf. Es ist die letzte Sichtung von Gabby Petito, bevor sie sterben wird. Laut der Zeugin, die Brian dabei beobachtet haben will, wie er das Fahrzeug am Spread Creek parkte, habe der Van am 29. August noch immer an derselben Stelle gestanden. Eine weitere Zeugin namens Miranda Baker behauptet, Brian Laundrie an diesem Tag begegnet zu sein. Sie und ihr Freund wollen Brian am 29. August per Anhalter im Teton Nationalpark mitgenommen haben. Er sei auf die beiden zugekommen und habe gesagt, er brauche eine Fahrt nach Jackson. Er habe den beiden für die 10 Meilen kurze Autofahrt $200 angeboten. Er erzählt, er sei für ein paar Tage ohne seine Verlobte auf einem Campingausflug gewesen, während sie an ihrer Social-Media-Präsenz gearbeitet habe. Im Verlauf des Gesprächs habe sich dann herausgestellt, dass die beiden verschiedene Orte namens Jackson in der nahen Umgebung gemeint hatten. Daraufhin habe Brian darauf bestanden, dass Miranda und ihr Freund das Auto sofort anhalten und ihn aussteigen lassen würden, was die beiden dann um 18.09 Uhr auch getan haben. In der Nähe von Jackson Lake Dam trennen sich die Wege von Miranda und Brian laut ihrer Version wieder. Und tatsächlich behauptet eine andere Frau, Brian Laundrie am Jackson Lake Dam zwischen 18.15 Uhr und 18.20 Uhr als Anhalter mitgenommen zu haben. Also nur etwa 10 Minuten, nachdem Miranda ihn genau dort abgesetzt haben will. Er habe die andere Zeugin zuerst gefragt, ob sie nach Jackson fahren würde, und sie dann gebeten, ihn am Spread Creek Campingplatz abzusetzen. Dort habe sie sich um etwa 18.30 Uhr von ihm verabschiedet. Den letzten Kontakt zu Gabbys Familie gibt es am 30. August. Doch später wird Nicole sagen, dass die Textnachrichten ihrer Tochter ihr extrem merkwürdig vorgekommen waren. Von Gabbys Telefon erhält ihre Mutter die folgende Nachricht. Kannst du Stan helfen? Ich bekomme nur Voicemails und verpasste Anrufe. Stan ist Gabbys Großvater. Allerdings nannte sie ihn nie beim Vornamen. Die letzte Nachricht von Gabbys Handy an ihre Mutter Nicole vom selben Tag lautet: Kein Empfang im Yosemite. Danach werden weder Nicole noch andere Familienmitglieder je wieder etwas von Gabby Petito hören. Auch in den Tagen, nachdem Gabby sich bei Nicole abgemeldet hatte, schreibt sie ihrer Tochter weiterhin SMS. Doch sie erhält nie eine Antwort. Am 4., 5. Tag, an dem sie nichts von Gabby hört, werden die Sorgen von Nicole immer größer. Sie checkt Gabbys Social-Media-Kanäle regelmäßig. Aber auch hier ist Gabby verstummt. Unterdessen fährt am 1. September der weiße Van von Gabby wieder in die Einfahrt des Hauses in Northport, in dem das junge Paar sowie Brians Eltern leben. Doch Brian sitzt allein im Wagen. Gabby Petito kehrt nicht mit ihm zurück nach Hause. Einen Tag zuvor hatte Brian Laundries Mutter einen Campingurlaub, den sie für sich und Brians Vater für den 1. bis zum 3. September gebucht hatte, storniert. Vom 6. bis zum 7. September halten sich Brian Laundrie und seine Eltern auf dem Fort de Soto Campingplatz etwa 75 Meilen von ihrem Haus entfernt auf. Am 6. September stößt auch Brians Schwester Cassie zur Gruppe. Die Familie macht gemeinsam ein Lagerfeuer und isst zu Abend. Laut Cassie wirkt alles normal. Über Gabby sei überhaupt nicht gesprochen worden. Nicole kontaktiert unterdessen auch Brian und dessen Familie, doch sie erhält keine Antwort. Noch immer hat sie keine Ahnung, wo Gabby steckt und macht sich nun nicht nur um sie, sondern auch um Brian zunehmend Sorgen. Am 10. und 11. September werden insgesamt 5-mal Einsatzkräfte zum Haus der Laundries gerufen. Von wem und weshalb ist bis heute nicht bekannt. Nur einer der Anrufe soll definitiv von Joseph Petito, Gabbys Vater, gewesen sein. Am 11. September 2021 hält Nicole Schmidt die Sorge um ihre 22-jährige Tochter nicht länger aus. Sie meldet Gabby Petito beim Suffolk County Police Department als vermisst. Die Polizei sucht als erstes das Haus der Laundries auf, da dort ja auch Gabbys Meldeadresse ist. Doch sowohl die Eltern von Brian als auch er selbst weigern sich, mit der Polizei zu sprechen. Stattdessen verweisen sie auf ihren Anwalt.
Als die Ermittler der Familie von Gabby mitteilen, dass Brian ohne Gabby zurück nach Hause gekehrt ist und der sich einen rechtlichen Beistand zur Seite geholt hat, bricht für die Petitos eine Welt zusammen. Am 12. September findet eine Pressekonferenz statt. Nicole berichtet: Ich dachte, sie sei an einem Ort ohne Handyempfang. Es war am 8., 9. Tag, dass ich mir wirklich ernsthafte Sorgen machte und realisiert habe, dass sie nicht so lang komplett abgeschnitten sein kann. Die Polizei untersucht sogar einen möglichen Zusammenhang zu einem anderen Doppelmord. Die beiden Camperinnen, Crystal Turner und Kyle Schulte, waren am 13. August in einem Nationalpark in Utah ermordet worden. Doch wie sich später herausstellen wird, gibt es keinen Zusammenhang zwischen diesem Doppelmord und Gabbys Verschwinden. Der Mord an den beiden Frauen wurde inzwischen aufgeklärt. Der Vermisstenfall Gabby Petito bleibt rätselhaft. Und sie wird in diesem Fall nicht die einzige Verschwundene bleiben. Am 13. September 2021 melden Brian Laundries Eltern der Polizei, ihr Sohn sei von ihrem Haus in Florida aus zu einer Wanderung ins Carlton Reserve aufgebrochen, von der er jedoch nicht zurückgekehrt sei. Spätestens jetzt ist die Öffentlichkeit vollends empört. Bis heute werfen viele Menschen, die den Fall verfolgt haben, der Polizei vor, sie hätten Brian zu einfach entwischen lassen. Immerhin wusste man bereits seit dem 11. September, dass er und seine Familie nicht mit der Polizei kooperieren und lediglich über einen Anwalt kommunizieren wollten. Am Tag darauf gibt Brians Familie über ihren Anwalt ein Statement ab, in dem es heißt, sie wollen sich im Hintergrund halten, während die Polizei nach Gabby suche. Dass Brian im Carlton Reserve ist, ist zu diesem Zeitpunkt offiziell noch kein Grund zur Sorge. Er ist ein erfahrener Camper und war schon auf Tage oder gar wochenlang allein in dem Naturschutzgebiet unterwegs. Unterdessen geben die Petitos ebenfalls ein Statement ab, in dem sie Brian vorwerfen, er würde verschweigen, wo er Gabby zuletzt gesehen habe. Am 15. September bestätigt die Northport Police, dass Brian sich weigert, mit den Ermittlern zu kooperieren und ordnet ihn von nun an als Person of Interest ein. Daraufhin gibt es ein Statement von Brians Anwalt. Viele Menschen fragen sich, warum Herr Laundrie angesichts der Abwesenheit von Frau Petito keine Aussage machen oder mit den Strafverfolgungsbehörden sprechen würde. Meiner Erfahrung nach sind Teampartner oft die erste Person, auf die sich die Strafverfolgungsbehörden in Fällen wie diesem konzentrieren. Und die Warnung, dass jede Aussage gegen sie verwendet werden kann, gilt unabhängig davon, ob mein Mandant etwas mit dem Verschwinden von Frau Petito zu tun hatte. Daher wird sich Herr Laundrie auf Anraten seines Anwalts nicht zu dieser Angelegenheit äußern. Ich bin darüber informiert worden, dass die Polizei von Northport, Florida, Brian Laundrie als Person von Interesse in dieser Angelegenheit benannt hat. Diese Formalität hat nichts an den Umständen geändert, dass Herr Laundrie im Fokus der Strafverfolgungsbehörden steht und Herr Laundrie wird auf Anraten seines Anwalts weiterhin schweigen. Während Gabby Petitos Familie und die Polizei auf Pressekonferenzen um Hilfe bei der Suche nach Gabby bitten, startet am 18. September eine groß angelegte Suchaktion nach Brian Laundrie im Carlton Reserve. Einen Tag zuvor war er von seinen Eltern nun doch offiziell als vermisst gemeldet worden. Die Polizei durchsucht parallel das Haus der Eltern und konfisziert das Auto sowie eine Festplatte. Am 19. September werden schließlich menschliche Überreste in der Nähe des Grand Teton Nationalparks in Wyoming gefunden. Nach 2 Tagen bestätigt die Polizei, bei dem Leichnam handelt es sich um die vermisste Gabby Petito. Der zuständige Gerichtsmediziner kommt zu dem Schluss, dass Gabby durch Fremdverschulden verstorben sein muss. Just hoping that at that moment that she was in a place that she wanted to be, looking at the beautiful mountains. At that moment she found peace and was just looking at the mountains behind her, and maybe at that moment that she would just put herself in a better place. Von nun an kümmert sich das FBI um den Fall. Der Gerichtshof von Wyoming sucht nun offiziell per Haftbefehl nach Brian Laundrie. Allerdings nicht direkt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts gegen Gabby Petito, sondern wegen einer unberechtigten Nutzung einer Debitcard, mit der im Zeitraum nach Gabbys Verschwinden unberechtigte Abhebungen von mehr als $1000 vorgenommen wurden.
Am 24. September findet für Gabby eine große Andacht in ihrer Heimatstadt Blue Point statt. Ihre Familie verkündet, eine Stiftung zu Ehren Gabbys ins Leben zu rufen. Diese soll Familien vermisster Angehöriger bei der Suche nach ihren Verwandten helfen. Dazu schreibt ihr Vater Joseph Petito auf Twitter: Die Gabby Petito Stiftung. Niemand sollte sein Kind auf eigene Faust finden müssen. Wir haben diese Stiftung ins Leben gerufen, um Ressourcen und Hilfestellung beim Nachhausebringen ihrer Kinder zu geben. Wir wollen Menschen in ähnlichen Situationen wie Gabby helfen. Mehr als 1000 Gäste nehmen den darauffolgenden Tagen an Gabbys Trauerfeier teil. Die Trauerfeier wird aufgrund der weltweiten Anteilnahme sogar online übertragen. Unterdessen ist Gabbys Verlobter Brian Laundry noch immer nicht gefunden worden. Auch er ist seit nunmehr als 2 Wochen verschwunden. Das Gebiet, in dem nach dem jungen Mann gesucht wird, ist nicht nur extrem schwer zugänglich, sondern auch etwa 97 Quadratkilometer groß. Nach wie vor weigern sich seine Eltern Roberta und Christopher, mit der Polizei oder Medienvertretern zu sprechen. Täglich versammelt sich eine Menschentraube vor dem Haus der Laundries, die mit Kameras und Megafonen ausgerüstet ist und versucht, die Laundries zu einem Statement zu bewegen. Es ist nicht länger eine Suche nach Brian Laundry, vielmehr eine Jagd. Auch Brians Schwester Cassie wird zunehmend verzweifelter. We have fully cooperated with the police since September 11th when they called. We are just as upset, frustrated, and heartbroken as everybody else. I am losing my parents and my brother and my children's aunt and my future sister-in-law on top of this, and you're not helping. Why your parents? Why your parents? You're talking about Christmas. They're not talking to us either. Why aren't they talking to you guys? If I knew, I would say. I don't know. Do you think they're involved, your parents? I don't know. You don't know. We know. You're not involved. We have literally been finding everything out with the news with like everybody else. Inzwischen wird Gabbys Todesursache publik gemacht. Sie wurde stranguliert. Vor der Entdeckung ihres Leichnams muss ihr Körper etwa 3 bis 4 Wochen draußen gelegen haben. Über die genaue Auffindesituation Gabbys halten sich die Ermittler jedoch bedeckt. Ob sie also beispielsweise am gleichen Ort verstarb, an dem sie auch gefunden wurde, oder ob ihr Leichnam versteckt gewesen war, ist nicht bekannt. Noch immer wird Brian gesucht. Hunderte Mitglieder von Suchgruppen durchkämmen das Carlton Reserve auf der Suche nach dem Verdächtigen. Doch erst am 20. Oktober stoßen die Beamten auf eine Spur. Im Suchgebiet werden menschliche Überreste sowie persönliche Gegenstände von Brian Laundry gefunden. Darunter auch sein Rucksack. Das Gebiet, in dem der Leichnam lag, sei in den Wochen zuvor überschwemmt gewesen. Deshalb hat es bis zur Entdeckung des Toten so lange gedauert. Einen Tag nach der Entdeckung bestätigt das FBI, dass es sich bei dem Toten im Naturreservoir in Florida tatsächlich um Gabby Petitos Verlobten Brian Laundry handelt. Auch nachdem klar ist, dass sowohl Gabby als auch Brian nicht mehr leben, wird noch weiter ermittelt. Denn der Tod des Verdächtigen erschwert den Beamten natürlich nachzuweisen, ob er für Gabbys Tod verantwortlich ist. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass Brian Suizid begangen hat. Laut des Familienanwalts der Laundries hat er sich selbst in den Kopf geschossen. In einem Notizbuch, das bei Brians Rucksack sowie einem Revolver in der Nähe seiner Leiche gefunden wird, stoßen die Ermittler endlich auf ein Geständnis. In diesem schildert er seine Version der Todesumstände von Gabby Petito. Er schreibt Folgendes: Es war eine unerwartete Tragödie. Wir eilten zurück zu unserem Auto und versuchten, den Bach zu überqueren, bevor es zu dunkel wurde, um etwas zu sehen. Zu kalt. Ich höre ein Platschen und einen Schrei. Ich konnte kaum etwas sehen. Ich konnte sie einen Moment lang nicht finden, rief ihren Namen. Ich fand sie schwer atmend meinen Namen rufend. Sie war eiskalt. Wir waren gerade aus den glühenden heißen Nationalparks in Utah gekommen. Die Temperatur war auf den Gefrierpunkt gefallen und sie war klitschnass. Ich trug sie so weit wie möglich den Bach hinunter zum Auto und stolperte erschöpft vor Schreck, als meine Knie nachgaben und ich wusste, dass ich sie nicht sicher tragen konnte. Ich machte ein Feuer und hielt sie so nah wie möglich an die Wärme. Sie war so dünn, hatte schon zu lange gefroren. Damals konnte ich nicht erkennen, dass ich zuerst ein Feuer hätte machen sollen. Aber ich wollte sie aus der Kälte zurück zum Auto bringen. Von der Stelle, an der ich das Feuer entfachte, hatte ich keine Ahnung, wie weit das Auto entfernt sein könnte. Ich wusste nur, dass es auf der anderen Seite des Baches war. Als ich Gabby aus dem Wasser zog, konnte sie mir nicht sagen, was ihr wehtat. Sie hatte eine kleine Beule an der Stirn, die irgendwann größer wurde. Ihre Füße taten weh, ihr Handgelenk tat weh,
aber sie war eiskalt, zitterte heftig. Und während ich sie trug, gab sie ständig Schmerzenlaute von sich. Und wenn ich neben ihr lag, sagte sie zwischen heftigen Schüttelbewegungen nur wenig, keuchte vor Schmerzen und bettelte um ein Ende ihrer Schmerzen. Sie schlief ein und ich rüttelte sie wach, weil ich befürchtete, dass sie die Augen nicht schließen sollte, wenn sie eine Gehirnerschütterung hatte. Sie wachte unter Schmerzen auf und begann den ganzen schmerzhaften Zyklus von neuem, während sie wütend war, dass ich sie geweckt hatte. Sie ließ mich nicht versuchen, den Bach zu überqueren, weil sie, wie ich, dachte, das Feuer würde im Schlaf ausgehen und sie würde erfrieren. Ich kenne das Ausmaß von Gabys Verletzung nicht, nur dass sie extreme Schmerzen hatte. Ich habe ihr Leben beendet. Ich dachte, es sei barmherzig. Das sei das, was sie wollte. Aber jetzt sehe ich all die Fehler, die ich gemacht habe. Ich geriet in Panik. Ich stand unter Schock. Aber von dem Moment an, als ich mich entschied, ihr den Schmerz zu nehmen, wusste ich, dass ich ohne sie nicht mehr weitermachen konnte. Um Brians geschriebenes Geständnis zusammenzufassen, er behauptet, Gabby habe sich während seiner Wanderung schwer verletzt und sei stark unterkühlt gewesen. Sie habe starke Schmerzen gehabt und sehr gelitten, woraufhin Brian sich dazu entschlossen habe, ihrem Leid ein Ende zu setzen und Gabby umzubringen. Prüfen lassen sich diese Angaben nicht mehr, nachdem Gabbys Körper vor ihrem Auffinden schon einige Wochen in der Wildnis lag. Weiter gibt das FBI bekannt, Brian Laundrie habe versucht, den Anschein zu erwecken, Gabby sei noch am Leben, um die Strafverfolgungsbehörden zu täuschen. Unter anderem habe er noch nach ihrem Tod SMS in ihrem Namen an sein eigenes Handy verschickt, um es so aussehen zu lassen, als würde Gabby noch leben, während sie schon tot war. Auf den letzten Seiten des Notizbuchs schrieb Brian Laundrie: Ich eilte nach Hause, um die Zeit, die mir noch blieb, mit meiner Familie zu verbringen. Ich wollte in den Norden fahren und mich von James oder TJ umbringen lassen. Aber ich wollte nicht, dass sie wegen meines Fehlers ins Gefängnis gehen, auch wenn sie das sicher gerne getan hätten. Ich beende mein Leben nicht aus Angst vor einer Strafe, sondern weil ich es nicht ertrage, noch einen Tag ohne sie zu leben. Ich habe unsere gesamte gemeinsame Zukunft verloren. Jeden Moment, den wir hätten genießen können. Mein Beileid für jeden einzelnen Verlust. Bitte machen Sie meiner Familie das Leben nicht noch schwerer. Sie haben einen Sohn und eine Tochter verloren. Das wunderbarste Mädchen der Welt. Gabby, es tut mir leid. Ich habe mich an diesem Bach umgebracht, in der Hoffnung, dass die Tiere mich zerreißen mögen. Dass es einen Teil ihrer Familie glücklich macht. Bitte hebt all meine Sachen auf. Gabby hasste Leute, die ihren Müll herumliegen ließen. Auch an seine Eltern richtet er in dem Notizbuch emotionale Worte und schreibt unter anderem: Nach den Ereignissen Moab hätte ich wissen müssen, dass ich zu Hause bleiben sollte. Zu diesem Zeitpunkt war bereits alles eine Katastrophe, aber etwas zwang mich zur Rückkehr. Als Gabby für immer weg war, wurde mir klar, dass ich es auch war. Als wir in Fort Isotte zelten waren, wollte ich euch erzählen, was wirklich passiert ist, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen. Wichtig ist auch hier anzumerken, dass die Worte, die Brian in seinen letzten Momenten niedergeschrieben hat, emotional, aber nicht unbedingt ehrlich sein müssen. Wir wissen nicht, ob es sich wirklich so zugetragen hat oder er seine Erinnerung bewusst oder unbewusst verfälscht hat, um seine Schuld zu mindern. Auch an dieser Stelle ist der Fall Gabby Petito noch lange nicht zu Ende. Einen toten Täter kann man natürlich nicht rechtlich bestrafen. Auch dann nicht, wenn er gestanden hat. Die Familie von Gabby Petito verklagt allerdings die Eltern von Brian Laundrie. Sie werfen den Laundries vor, Brian habe ihnen schon vor seiner Rückkehr vom Roadtrip gestanden, dass er Gabby getötet habe. Demnach habe Brian den Mord seinen Eltern gegenüber am 28. August gestanden. Die Eltern hätten diese Information den Ermittlern gegenüber dann wissentlich verschwiegen, als die öffentliche Suche nach Gabby Petito gerade erst im Begriff war, anzulaufen. Die Laundries beantragen daraufhin wiederum, die Klage abzuweisen, da es keinen Anhaltspunkt für die Behauptungen der Petitos gäbe. Unterstützend dafür ist, dass die Tagebucheinträge von Brian implizieren, er habe seinen Eltern die Tötung Gabby während des gemeinsamen Campingausflugs gestehen wollen. Der Antrag der Laundries wird jedoch abgewiesen. Die Klage gegen sie bleibt bestehen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos läuft gerade das Gerichtsverfahren. Anfang 2023 wird bekannt, dass der Anwalt der Petitos, Patrick Riley, bei einem Besuch im Büro des FBI einen Brief von Brian Laundries Mutter gesehen haben will. Diesen habe man in Brians Rucksack gefunden, der in der Nähe seiner Leiche im Nationalpark in Florida gelegen habe. Auf dem Umschlag habe gestanden: Verbrenn das, nachdem du es gelesen hast.
In dem Brief selbst habe Brians Mutter ihm unter anderem angeboten, ihm potenziell aus dem Gefängnis zu helfen und eine Schaufel zu besorgen. Der Anwalt von Brians Familie bestätigt die Existenz des Briefes sogar, entgegnet aber, er sei für die Verhandlung irrelevant. Die Laundries behaupten, der Brief sei Monate vor Gabys Verschwinden verfasst worden. In einem geschriebenen Statement äußert sich Roberta Laundrie wie folgt. Ich habe zwar Worte verwendet, die mit Brians Handlung und der Tötung von Gabby in Verbindung zu stehen scheinen, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass die Ereignisse, die sich Monate später zwischen Brian und Gabby abspielten, die Worte in meinem Brief widerspiegeln würden. Ich weiß zwar nicht genau, wann ich den Brief geschrieben habe, aber ich weiß, dass ich ihn geschrieben und Brian gegeben habe, bevor Brian und Gabby Florida in Richtung New York verließen, also am 2. Juni 2021. Der Brief sei von Roberta verfasst worden, als sie und ihr Sohn Brian gerade eine schwierige Zeit in ihrer Beziehung durchmachten. In dem Brief würden viele Referenzen zu Kinderbüchern auftauchen. Auch die Instruktion, verbrenn das, nachdem du es gelesen hast, auf dem Umschlag, sei eine Anspielung auf ein Buch. Dabei handelt es sich um das Buch Burn After Writing, welches Gabby einst Brian geschenkt habe. Roberta und Gabby hätten oft über das Buch und seinen Titel geschätzt. So sei auch der Spruch auf dem Umschlag zustande gekommen. Auch sei es nicht wahr, dass der Brief in Brians Rucksack gefunden wurde. Vielmehr habe das FBI ihn schon vor dem Auffinden Brians beschlagnahmt und Familienmitglieder dazu befragt. Ich wollte nicht, dass jemand anderes ihn liest, da ich weiß, dass es nicht die Art von Brief ist, die eine Mutter ihrem erwachsenen Sohn schreibt. Und ich wollte Brian nicht in Verlegenheit bringen. Deshalb habe ich Burn After Reading auf den Umschlag geschrieben. Und ich wusste, dass Brian wissen würde, was das bedeutet. Jetzt bin ich dankbar, dass er ihn tatsächlich aufbewahrt hat. Es bleibt nicht bei den rechtlichen Schritten gegen die Familie des mutmaßlichen Mörders von Gabby Petito. Die Anwälte, die Gabbys Familie vertreten, verklagen das Mob Police Department in Utah, sowie 13 Polizeibeamte, darunter Daniel Robbins und Eric Pratt, die mit Gabby und Brian gesprochen haben, als der Zeuge wegen ihres Streits die Polizei rief. Sie werfen den Beamten in Bezug auf ihre Ermittlungen zum Streit zwischen Gabby und Brian fahrlässiges Versagen vor, das letztendlich zum Tod von Gabby Petito geführt habe. Die Schadensersatzforderung der Petitos beläuft sich auf 50 Millionen US-Dollar. Das Geld, das die Familie sich von Seiten der Justiz erhofft, soll in die Gabby Petito Foundation fließen. 3 Millionen US-Dollar an Schadenersatzzahlungen hat die Familie bis zur Aufnahme dieses Videos bereits erhalten. Schon 2022 hat es einen polizeiinternen Untersuchungsbericht zu dem Einsatz gegeben, der mehr als 100 Seiten umfasste. Darin erkannte die Polizei an, dass während der Ermittlung am 12. August Fehler passiert seien, die so nicht hätten passieren dürfen. Doch einer der gravierendsten Punkte findet in diesem Bericht keinen Raum. Eric Pratt, der gemeinsam mit Daniel Robbins als erster am Einsatzort war, soll selbst kein unbeschriebenes Blatt sein. Die Familie von Gabby gibt an, Beweismaterial dafür gesammelt zu haben, dass Officer Pratt selbst eine Vorgeschichte sexuellen Fehlverhaltens habe. So sei er in einer Partnerschaft sexuell übergriffig geworden und wegen sexueller Belästigung aufgefallen. Darüber hinaus soll er einer Frau mit dem Tod gedroht haben. Sollte dies sich bewahrheiten, wäre es mindestens sehr fragwürdig, Eric Pratt mit einem Einsatz wie dem am 12. August 2022 in Utah betraut zu haben. Anfang 2023 wird darüber hinaus ein Foto veröffentlicht, das die Brisanz der Vorwürfe der Petitos gegen die Polizisten, die Gabby und Brian am 12. August 2021 angehalten haben, noch einmal verstärkt. Damals kam es zwischen Gabby und den Polizisten zu diesem Wortwechsel. I mean, it's okay if you're saying you hit him, and then I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. Gabby demonstrierte dann gegenüber dem Polizisten, wie Brian ihr Gesicht festgehalten habe, geht aber nicht weiter auf einen Schlag ein. Dann folgt der Umschwung, über den ich euch im Utah-Kapitel erzählt habe, in dem in den Augen der Polizisten dann Brian das Opfer häuslicher Gewalt ist. Das Foto ist ein Selfie von Gabby. Das Bild scheint auf dem Beifahrersitz des Vans aufgenommen worden zu sein. Sie sieht darauf verweint aus und um ihr Auge ist eine deutliche Rötung sowie ein blutiger Kratzer zu erkennen. Aufgenommen wurde dieses Selfie am 12. August 2021, nur wenige Momente, bevor die Polizei das Paar aus dem Verkehr zog. Und es deckt sich mit der Aussage des ersten Zeugen, der ja gesehen haben wollte, wie Brian Gabby schlug. Die Familie von Gabby bemängelt nun, man habe ihrer Tochter kaum richtig zugehört und sie nicht genau genug untersucht. Denn eigentlich hätten Polizisten, die wegen eines mutmaßlichen handgreiflichen Konflikts im Einsatz sind, Gabbys sichtbare Verletzungen dokumentieren müssen,
wie sie es auch mit denen von Brian getan haben. Zumal zumindest ein Kratzer am Arm sowie der Kratzer an Gabbys Wange sogar in dem internen Untersuchungsbericht von 2021 erwähnt werden. In der im Untersuchungsbericht dokumentierten Befragung von Officer Eric Pratt kommt dieser sogar selbst initiativ auf diese beiden Verletzungen zu sprechen. Er behauptet aber, der Kratzer am Arm sei bereits beinahe verheilt und damit nicht in diesen Zwischenfall involviert gewesen. Die Verletzung in Gabbys Gesicht sei absolut konsistent damit, dass einfach jemand ihr Gesicht gepackt hat, wenn er sich vorher nicht die Fingernägel geschnitten habe. Ich denke wirklich, dass man das nach einem Tag nicht mehr gesehen hätte. Glaube ich nicht. Vielleicht zwei Tage. Was auch immer. Auch heute ist der Fall Gabby Petito also noch aktuell. Ihre Eltern kämpfen noch immer dafür, ihre Geschichte zu erzählen und alle Missstände, die zu ihrem Tod geführt haben, zu kritisieren. Wenn man den Fall aus der heutigen Perspektive betrachtet, kommt man nicht umhin, sich zu fragen, ob das tragische Ende dieser Geschichte nicht abzuwenden gewesen wäre. Alles, was wir als Außenstehende noch tun können, ist es zuzuhören. Menschen, denen selbst Schreckliches widerfahren ist, den Behörden und den Hinterbliebenen. What would you say to Gabby now, if you could? I love you. And I hope I make you proud. Because you made me proud and I couldn't be prouder as a father. Damit sind wir am Ende des, wie ich finde, sehr emotionalen heutigen Videos angekommen. Ich bin mir sicher, dass sich viele von euch noch an die Berichterstattung und die große Anteilnahme im Fall Gabby Petito erinnern werden. Mir war es wichtig, Gabbys Geschichte noch einmal ausführlich zu erzählen. Vor allem, weil dieser Fall dafür steht, wie viel in unserer Welt noch immer falsch läuft. Und wenn wir eines daraus lernen können, dann dass wir alle aufeinander aufpassen und Verständnis und Respekt zeigen sollten, wenn jemand versucht, uns seine Geschichte zu erzählen. Vielen Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Sollte es euch gefallen haben, freue ich mich sehr über ein Gefällt mir. Für euch ist es nur ein einfacher Klick. Mir bedeutet es wirklich viel und hilft dem Kanal auch noch weiter. Sicherlich werden im Zuge der Klage, die die Petitos erhoben haben, noch neue Aspekte im Fall Gabby Petito ans Licht kommen. Sobald es Neuigkeiten geben sollte, update ich euch wie gewohnt auf meinem Zweitkanal Insolito Crime News. Dort findet ihr nicht nur News zu aktuellen Kriminalfällen, sondern zwischendurch auch etwas kürzere Dokumentation. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch da mal vorbeischauen würdet und dem Kanal ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.